Hey, schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Wir schauen uns heute mal an, wie die wichtigste Maschine einer jeden Tischlerei gefertigt wird. Die Formatkreissäge. Seit fast 100 Jahren fertigt die Firma Martin in Ottobeuren im Allgäu Holzbearbeitungsmaschinen. Egal ob hobeln, fräsen, schleifen oder sägen, alles kann man mit ihren Maschinen machen. Wir schauen uns heute den Aufbau dieser Formatkreissäge an. Und bei mir ist der Michael. Michael, welche Formatkreissäge ist das hier überhaupt? Das ist unsere T75 Prex, unser Premium-Modell. Mhm. Und Prex, wofür genau steht das? Prex hat einen geschichtlichen Hintergrund. Wir haben 2006 die erste beidseitig schwenkbare Formatkreissäge vorgestellt. Damals hieß dieses Modell T60 Precision, ein Zungenbrecher. Mhm. Um das ein wenig zu entschärfen, haben wir uns dann bei diesem Modell, der T75, dazu entschieden, sie T75 Prex zu nennen. Das macht irgendwie auch Sinn. Meine Frage ist jetzt, welches sind denn jetzt eigentlich die wichtigsten Bauteile bei so einer Säge, die wir uns heute auch in der Produktion mal anschauen? Ja nun, so eine Formatkreissäge besteht im Prinzip immer aus einem Ständer, also der Basis einer Maschine, dann diesem Besäumtisch oder auch Schiebetisch, ein sehr wichtiges Bauteil an einer Formatkreissäge, dann natürlich die Tischplatte als Auflage für die Werkstücke und natürlich als Herzstück der Maschine das Sägeaggregat, die Konsole, wie sie auch manchmal genannt wird, die eigentlich dann dafür verantwortlich ist, dieses Sägeblatt zu halten und vor allem dann bei diesem Modell das Sägeblatt in beide Richtungen bis auf jeweils 46 Grad schwenken zu lassen. Das klingt doch super. Ich würde sagen, das schauen wir uns jetzt direkt mal an. Michael, jetzt sehen wir hier jede Menge riesengroße Teile. Was genau sehen wir hier gerade? Wir sehen hier Maschinenständer unserer unterschiedlichen Maschinen. Mhm. Also ganz besonders erwähnenswert natürlich hier der Ständer unserer Formatkreissägen, auch unserer T75. Mhm. Das Besondere an unseren Ständern, an unseren Verbundständern, muss ich korrekterweise sagen, ist, dass wir eine Kombination aus Stahl, einer Stahlhülle und, wie man hier sehr schön sieht, aus Beton verwenden. Das heißt also, diese zweiwandige Stahlhülle wird in den Wänden und in den verbindenden Elementen mit Beton verfüllt. Das wäre also jetzt hier bei der Formatkreissäge, sind es die beiden Seitenwände und sowohl vorne als auch hinten die beiden verbindenden Stege, sodass wir also einen sehr robusten, vor allem sehr verwindungssteifen, einen sehr standfesten Ständer bekommen. Das heißt, so ein bisschen scheint das ja auch eine Art Qualitätsmerkmal zu sein. Das ist ein ganz wesentliches Qualitätsmerkmal unseres Unternehmens, unserer Maschinen. Wie gesagt, der Verbundständer, es ist tatsächlich so aufwendig, wie es auf den ersten Blick auch klingt. Also wir stellen ja zuerst mal eine Hülle her. Und diese Hülle wird dann mit Beton verfüllt. Jeder Prozess, Arbeit, Geld, Aufwand. Also die Ständer sind eher den teureren Ständern zuzurechnen, den aufwendigeren Ständern. Aber wir sind der Meinung, dass unserem Ruf, unserer Qualität und letztlich dann unseren Kunden schuldig zu sein, einen sehr guten bereits Unterbau für die Maschine zu liefern. Und gibt es noch weitere Vorteile, die dieser Beton hat, außer dass die Maschine versteift wird? Mein Beton hat die angenehme Eigenschaft, sehr vibrationsdämpfend zu sein. Mhm. Stellen wir uns eine Glocke vor, die in Beton gegossen wäre. Ich würde sie anschlagen, sie klingt nicht. Der Beton schluckt den Impuls, der vom Klöppel kommt, vollkommen. Also das Ding ist quasi tot. Und so kann man sich das auch bei den Maschinen vorstellen. Vibrationen, die von sich bewegenden Werkzeugen, sei es jetzt bei der Hobelmaschine, bei der Fräsmaschine, aber eben auch bei der Formatkreissäge in den Ständer eingeleitet werden, laufen sich im Beton tot. Mhm. Und die Vibrationen, die entstehen, werden geschluckt. Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall super cool. Ich würde sagen, wir gehen mal weiter. Ja, Jonas, wir sind jetzt hier in unserer spanenden Fertigung, einem Herzstück unserer Produktion. Mhm. Hier werden also Teile, die wir von außen als Rohteil beziehen, dann auf unterschiedlichsten Maschinen
hier natürlich in der Tiefe noch deutlich mehr, bearbeitet, sodass sie nachher unseren Qualitätsansprüchen genügen. Mhm. Heißt also, das Rohteil wird an allen Flächen, die für die Qualität unserer Maschinen relevant sind, bearbeitet. Und so stellen wir sicher, dass jedes Teil, das wir von extern in die Firma, ins Unternehmen bekommen, nachher in optimaler Qualität an unseren Maschinen verbaut wird. Ein schönes Beispiel haben wir jetzt hier. Das ist unsere Handmannmaschine, eine Maschine, die eigentlich aus dem Flugzeugbau kommt. Die ersten Anwender dieser Maschinen waren tatsächlich Flugzeugbauer, Airbus zum Beispiel. Wir waren, so wurde uns gesagt, einer der ersten Hersteller außerhalb des Flugzeugbaus, die sich mit dieser Maschine ausgestattet haben. Hier haben wir schöne Beispiele für Werkstücke liegen, die von dieser Maschine bearbeitet werden. Das ist unser besäumter Balken, der Besäumtisch, der später auf diesem Balken bewegt wird. Und hier unsere Tischlippe. Wir werden später noch einiges zur Tischlippe hören. Hier sieht man dieses Teil losgelöst vom Maschinentisch. Alle diese drei Teile werden hier auf dieser Maschine bearbeitet. Die größte Länge übrigens, die wir mit dieser Maschine bearbeiten können, sind Besäumtische mit über 6 Meter Länge. Oha. 6 Meter Länge. Muss man sich mal vorstellen, welche Größe diese Maschine dann hat. Mhm. Also schon ein deutlicher Klopper. Ja, das ist krass. Ja, dann denke ich, hier unsere SHW, eine Maschine für sehr große Bauteile. Im Schwerpunkt sind es Gussbauteile, aber auch komplette Maschinenständer, die auf die Maschine gehen. Mhm. Werden also dort alle relevanten Flächen, Kanten, Bohrungen gesetzt. Und diese Teile gehen dann, wie diese auch, später in die ganz normale Montage, werden also zu Maschinen verbaut. Schauen wir doch mal weiter. Gerne. Ja, Jonas, wir sind jetzt hier vor unserem neuesten Bearbeitungszentrum einer Heller-Maschine, einem deutschen Hersteller. Wie man sieht, werden hier sehr umfangreich, sehr unterschiedliche Teile bearbeitet. Man sieht hier in diesen beiden Spannstationen Teile aufgespannt, die dann über diese Einrichtung in die Maschine, das ist da hinten dieser helle Block, ist die eigentliche Maschine, hineingefahren und dort bearbeitet. Mhm. Wie allerdings jetzt diese Teile dann zu einer Maschine zusammengebaut werden, das zeige ich dir jetzt. Ja, gerne. So, Jonas, wir sind also jetzt hier in der Montagelinie unserer Formatkreissägen angekommen. Wir haben zwei Montagelinien. Mhm. Hier sind wir in der Formatkreissägenmontagelinie und der Kollege Koller wird dir jetzt mal erklären, was er hier macht, wie er die Konsole unserer Säge aufbaut. Hallo. Hallo. Dann sag mal, was genau machst du hier gerade? Ich mache jetzt hier den Feder baue ich gerade auf für die T75, das heißt doppelseitig schwenkbar, 2x46 Grad. Mhm. Die hat den Antrieb rechts und links. Das heißt, es hängt mit der Genauigkeit von der Konsole zusammen, dass sie quasi hundertprozentig gerade durchschwenkt. Mhm. Die Ketten, die sind vorgelenkt. Das heißt, selbst nach vielen Jahren, wo es die Maschine ja schon, ich sage es mal, auf dem Markt in diesem Baustil ist, sage ich mal, haben wir so gut wie keine Abweichungen. Die läuft nach wie vor, so wie sie das Werk verlassen hat, in dieser Genauigkeit, läuft nach vielen Jahren draußen auch noch. Das wird Michael bestimmt so unterschreiben. Hast du, definitiv. Hast du hierzu sonst noch irgendwas, was bei euch absolut besonders ist? Also ich meine, durchaus erwähnenswert ist hier dieser spezielle Antrieb. Wir nennen ihn Knieantrieb. Wir haben hier den Antriebsflansch des Motors. Der Motor sitzt hier hinten. Der Motor sitzt bei dieser Art der Konstruktion sehr tief. Warum sitzt er sehr tief? Wenn diese Konsole, wir stellen uns hier das Sägeblatt vor, Schnittrichtung ist diese. Wenn es dieses Sägeblatt nach links schwenkt, kommt zwangsläufig dieser Motor in Richtung Tischplatte. Mhm. Und um ein Durchdringen der Tischplatte zu verhindern, sitzt er, wie gesagt, recht tief. Jetzt habe ich aber das Problem, wenn ich einen festsitzenden Motor habe, möchte ich dennoch meine Schnitthöhe verändern können. Das heißt, dieser Flansch, auf dem später das Sägeblatt sitzen wird, muss ich nach oben und nach unten bewegen. Und deswegen eben hier diese Umlenkung. Wir haben also einmal einen Riemen,
der hier auf diese Zwischenscheibe läuft und von dieser Zwischenscheibe rum wieder hier auf den Sägeblattflansch. Bewege ich jetzt diesen Flansch nach unten, wird sich dieses hier knieartig, diese Scheibe nach unten bewegen. Motor bleibt fest, Scheibe bewegt sich nach unten, Abstand jeweils bleibt identisch, Antrieb gelöst. Super interessant. Dann haben wir durchaus auch interessant hier noch unser beidseitig schwenkbares Vorritzaggregat. Da war die Herausforderung in der Konstruktion, dass der Platz, der sich durch dieses beidseitige Schwenken ergibt, relativ klein ist. Das heißt also, dieser Vorritzer, der üblicherweise relativ breit baut bei einseitig schwenkbaren Maschinen, musste hier sehr schlank gebaut werden. Mhm. Das ist das Ergebnis. Beide Lösungen sind übrigens patentgeschützt. Das macht bei so einer Sache wahrscheinlich auch Sinn. Logisch. Wir schauen weiter. Ja, Jonas, hier stellt der Kollege Jean die Maschine ein, beziehungsweise das Sägeaggregat ein. Das heißt also, die Winkeleinstellungen 0 Grad, minus 45 Grad, plus 45 Grad werden hier überprüft, eingestellt. Mhm. Das heißt also, das Zusammenspiel zwischen der Bedienoberfläche, also der elektronischen Bedienung der Maschine und der mechanischen Seite der Maschine, das wird hier in Einklang gebracht. Mhm. Ja, aber wie man hier sieht, fehlt ein ganz wesentliches Element, nämlich unser Besäumtisch. Und den würde ich dir gern da drüben kurz zeigen. Gerne. So, Jonas, also wir stehen jetzt hier gerade an unserer Besäumtischstation. Der Herr Zettler, der Michi, wird uns jetzt zeigen, wie man diesen Tisch hier aufschiebt. Mhm. Das ist das, was er gerade macht. Das Führungsprinzip, das wir hier nutzen, ist im Wesentlichen hier ein Führungskäfig, aber um diese Kugeln geht es. Mhm. Diese Kugeln hier, das sind letztlich die Kugeln, Kugellagerkugeln, die dafür sorgen, dass sich dieser Besäumtisch auf dem Besäumtischbalken, also dem Unterbau, schön leicht und sanft bewegen lässt. Mhm. Man sieht also, er schiebt jetzt diesen Tisch in die Endposition. Was er jetzt im Moment gerade macht, er sorgt also dafür, dass der Kugelkäfig in seine Endposition rutscht. Der Kugelkäfig muss quasi lernen, wo er hingehört, um es mal so auszudrücken. Und jetzt lässt sich dieser Tisch, nachdem er in eine Endposition, also in eine Endposition geklopft wurde, jetzt lässt sich dieser Tisch auf seiner vollen Länge vollkommen durchbewegen. Das ist schon super spannend. Und man sieht auch, man braucht ein bisschen Kraft, um so eine Formatkreissäge zusammenzubauen. Ja, dann ein weiterer wesentlicher Punkt unserer Besäumtischkonstruktion ist die Tatsache, dass wir diese Führungsbahnen, die man hier sehr schön sieht, auf der dann die Kugeln auch laufen, dass wir diese Führungsbahnen mit Öl benetzen. Ich verwende absichtlich nicht das Wort schmieren. Mhm. Es ist natürlich eine Art Schmieren. Wir bringen Öl auf, aber die Aufgabe dieses Öls ist es eben nicht zu schmieren, sondern dass den Staub, der sich hier anlagert, ölfeucht zu halten. Warum? Diese Kugel bewegt sich gedacht auf einer Linie. Das heißt also, der Berührungspunkt der Kugel mit der Fläche ist eine Linie. Und ähnlich einem Schneepflug räumt diese Kugel Weichen und eben nur Weichen Staub aus dem Weg. Mhm. Würde man sich das jetzt so vorstellen, ich hätte jetzt zum Beispiel hier statt einer Kugel eine Rolle. Diese Rolle würde ähnlich einer Walze, wie man die aus dem Straßenbau kennt, den Staub einfach auf die Fläche walzen. Und diese Rolle hat keinerlei Möglichkeit, diesen Staub, der dann aufgewalzt wurde, in irgendeiner Weise zu entfernen. Mhm. Weder feucht noch trocken. In unserem Falle räumt die Kugel den feuchten Staub einfach aus dem Weg. Das ist ein wesentliches Geheimnis unseres Besäumtischlaufs. Und warum ist das dann so wichtig, dass es sozusagen nur benetzt wird und nicht richtig geschmiert? Was macht da den Unterschied? Gut, ich meine, letztlich ist es ja so, dass das Öl innerhalb einer Schreinerei eigentlich nicht gern gesehen ist, weil, das ist ganz logisch, eine ölfeuchte Oberfläche den Staub förmlich anzieht. Mhm. Das ist natürlich auch in unserem Fall so, muss man ganz ehrlich sagen. Nur,
In unserem Falle geht es eben tatsächlich darum, diesen Staub, der dann möglicherweise auch durch diese Kugel festgewalzt wird, diesen Staub so feucht zu halten, dass ihn die Kugel aus dem Weg räumen kann. Also genau das ist das, worum es geht. Man könnte dieses System auch, wie es verschiedene andere Hersteller machen, ohne diese Schmierblocks betreiben oder diese Ölblocks betreiben. Ergebnis wäre zuerst mal ein absolut identischer Lauf. Nur mittel- und langfristig würde das zu einem rauen, rau, denke ich, ist der beste Begriff in diesem Fall, zu einem rauen Lauf führen, was schlussendlich sich aber auch in der Schnittqualität dann widerspiegeln würde. Mhm. Darum eben Flächen ölfeucht halten, aus dem Weg räumen, alles gut. Du hast jetzt auch gerade Schnittqualität gesagt. Was mir bei euch schon ein paar Mal aufgefallen ist, ihr habt an euren Sägen diese Lippe. Genau. Warum? Was macht die? Tja, diese Lippe, also zuerst einmal ist diese Lippe einfach nur die Heranführung des eigentlichen Besäumtisch an das Sägeblatt, das ja irgendwo hier sitzt. Mhm. Wenn man jetzt weiß, dass sich Sägeblätter in normalen Schnittvorgängen auch seitlich bewegen, also ein Sägeblatt ist ja nicht ein starres Objekt, das immer exakt in Linie bleibt, sondern im Schnittvorgang, Stichwort ist das verlaufende Sägeblatt, bewegt sich das Sägeblatt auch seitlich. Das können durchaus mal 15, 20 mm sein. Das heißt also, diese sogenannte Tischlippe wird beschädigt. Mhm. Sieht natürlich zuerst mal unschön aus. Zum Zweiten, und das ist der entscheidende Punkt, birgt es auch Verletzungsgefahr. Das heißt also, ein sich bewegender Tisch, der dann sägezahnartig ausgesägt ist, bewegt sich möglicherweise an meinem Finger vorbei und man kann sich vorstellen, was es dann mit dem Finger macht. Um also dann diesen Tisch wieder in einen einwandfreien Zustand zu bekommen, Martin einzigartig, haben wir hier eine austauschbare Tischlippe. Das heißt, hier unten sitzen Schrauben. Die Schrauben werden ganz einfach gelöst. Die neue Tischlippe wird angeschraubt, wird noch hier fein ausgerichtet und die Sache ist erledigt. Ich habe einen neuen Besäumtisch. Absolut stark. Also ich muss sagen, ich benutze ja jeden Tag eine Formatkreissäge, aber ich lerne so viel heute darüber, wie das Ganze funktioniert. Das ist echt der Hammer. Michael, sag mal, was genau ist eigentlich deine Aufgabe hier bei Martin? Letztlich kümmere ich mich hier um drei Themenfelder. Das Hauptthemenfeld ist Marketing. Das zweite durchaus sehr wichtige Themenfeld ist Produktmanagement. Und dann kümmere ich mich auch noch um einige Märkte, einfach um den Bezug zwischen Marketing und Vertrieb sicherzustellen. Das ist aber jetzt eigentlich schon einiges. Darf ich dich mal fragen, wie ist dein beruflicher Werdegang eigentlich? Ja, vielleicht etwas außergewöhnlich krumm, wie auch immer man es nennen mag. Ich habe Schreiner gelernt, auch tatsächlich noch den Meister gemacht und habe mich aber dann entschieden, noch BWL zu studieren. Und ja, das hat mich vermutlich dann hier ins Unternehmen befördert. Also ich vermute mal, dass das ein Grund war für die erfolgreiche Bewerbung. Das heißt, du hast so ein bisschen das Gefühl, dass Martin vielleicht darauf achtet, dass man auch Schreiner im Betrieb hat? Das ist natürlich fürs Unternehmen, für uns sehr hilfreich, Praktiker hier im Haus zu haben, die den Anwender verstehen, sei es jetzt im Vertrieb, da sind Holztechniker, Schreinermeister, aber auch in unserer Entwicklungsabteilung sind gelernte Schreiner oder auch Holztechniker, die an Entwicklungsprojekten beteiligt sind. Wir im Vertrieb, da zähle ich mich jetzt mal zum Vertrieb, haben gewisse Wünsche, die wir aber sehr exakt formulieren können. Mhm. Und vor allem, was sehr wichtig ist, wir sprechen mit den Anwendern, mit unseren Kunden auf Augenhöhe, können also die Anforderungen, die Wünsche sehr schön, sehr gut aufnehmen, sehr präzise aufnehmen. Wir verstehen uns. Mhm. Das ist der Punkt. Ja, super. Ja, Jonas, wir sind also jetzt hier in unserer Endmontage, am Ende der Montagelinie. Mhm. Der Werner Martin, zufällige Namensgleichheit,
wird uns jetzt mal erläutern, wie er hier jetzt den Schwenkarm einstellt, um die Maschine für weitere Anbauten vorzubereiten. Mhm. Also das ist ein Schwenkarm für einen Parallelogramm-Quertisch. Der hat ein bestimmtes Maß von vorne vor der Formantasche schon vorgegeben. Und das heißt, der hat jetzt hier 1,5 mm Minus. Ich messe jetzt von hier runter und dann muss ich, wenn ich hier runter messe, 1,5 mm weniger haben wie vorne. Und wenn du das jetzt gleich machst, warum ist das so extrem wichtig, dass das auf beiden Seiten genau stimmt? Das ist so extrem wichtig, weil danach, wenn nachher der Parallelogrammquertisch eingestellt wird, dass einfach die Ebenheit besser passt. Mhm. Weil vom Parallelogrammquertisch bis zum Besäumtisch darf ich eine Toleranz haben von einem Zehntel. Mhm. Und umso genauer der Schwenkarm eingestellt ist, umso genauer tue ich mir nachher beim Einsteller. Mhm. So, jetzt messen wir mal einfach mal runter, was wir haben. Wenn ich das so nebenbei reinfragen darf, das gilt ja wahrscheinlich jetzt für alle Teile, die du noch anbaust. Das gilt jetzt für alle Teile, was ich anbaue. Das würde sich ja sonst addieren, oder? Das ist dann alles zueinander irgendwie sich addiert, genau. Die Fehler. Ja. Umso genauer ich jetzt hier arbeite, umso genauer kann der Schreiner hinterher sägen. Mhm. So, ich habe jetzt runtergemessen, jetzt habe ich mal 1,5 mm abgezogen. Mhm. Und jetzt schaue ich, wie weit ich hinten bin. Man sieht es, also ich bin noch zu tief, das heißt, ich muss jetzt mit dem Schwenkarm ganz leicht hoch. Mhm. Und diese Prozedur, die mache ich 2-3 Mal, bis ich auf mein Maß bin. Das ist auf jeden Fall super spannend, wie viel Arbeitsschritte es braucht, so eine Formatkreissäge zusammenzubauen. So Jonas, wir sind also jetzt hier in unserem Museum. Wie du siehst, haben wir hier nicht nur Holzbearbeitungsmaschinen, sondern da hinten vor der Wand sieht man auch Pumpen für landwirtschaftliche Zwecke, auch Güllepumpen genannt. Dann haben wir hier etwas, was man hier, denke ich, überhaupt nicht erwarten würde, Schlepper, Traktoren oder wie man hier im Allgäu sagt, Bulldogs. Wir haben also in den 1930ern bis nach dem Krieg auch Traktoren gebaut, aber wie gesagt, im Wesentlichen geht es ja heute um Holzbearbeitungsmaschinen und darum habe ich den Christian Felber mitgebracht, unseren Forschungs- und Entwicklungsleiter, der dir jetzt sicherlich eine deiner Fragen beantworten wird. Christian, danke erstmal, dass du die Zeit nimmst. Sehr gerne, ja. Meine Frage wäre jetzt, wir sehen hier ganz, ganz viele Jahre Maschinengeschichte. Spiegelt sich das auch in den neueren Maschinen wieder? Das heißt, nehmt ihr Sachen, die ihr früher gemacht habt, heute auch noch wieder mit ins Programm oder wie läuft das ab? Ja gut, es sind natürlich Sachen dabei, die es früher schon gegeben hat, die du heute immer noch an den heutigen Maschinen findest. Mhm. Weil das Holzbearbeitungsmaschinen, die sind, wie sie sind. Mhm. Das heißt, eine Hobelmaschine hat immer eine Hobelwelle und hobelt. Mhm. Was wir natürlich aus der Vergangenheit mitnehmen, ich meine, wenn man sich die Maschinen hier so anschaut, dann sieht man, dass die wahnsinnig robust gebaut sind. Mhm. Und das ist eigentlich auch, das ist heute noch ein Kennzeichen der Martin-Maschinen, was wir auch versuchen zu transferieren auf die neuen Maschinen, dass sie a. unheimlich robust sind und b. auch sehr präzise in der Anwendung, mhm. weil das eine bedingt das andere. Und wenn ich das so höre, was war denn jetzt bei der Entwicklung von zum Beispiel der T75, die wir uns heute angeschaut haben, was war da für euch besonders wichtig? Worauf habt ihr besonders Augenmerk gerichtet? Also besonderes Augenmerk legen wir eigentlich immer so auf unseren Endanwender, also auf unsere Kunden. Das heißt, wir versuchen, die Maschine im Grunde genommen so zu konstruieren, dass der Schreiner, der Zimmerer, der unsere Maschinen einsetzt, eigentlich eine wahnsinnig robuste Maschine hat, eine unheimlich präzise Maschine und eine Maschine, die so einfach wie möglich zu bedienen ist. Mhm. Also da legen wir so in der Konstruktion den größten Wert drauf. Das klingt super und macht auch viel Sinn. Was ich jetzt hier gerade noch entdeckt habe, ist, wir stehen ja hier an der Formatkreissäge T75. Michael, ist das hier vielleicht sozusagen der Urprototyp von der T75, die wir heute beim Bau gesehen haben? Ja gut, Prototyp ist vielleicht in dem Zusammenhang das verkehrte Wort. Es ist aber der Urahn, definitiv. Mhm. Also diese Maschine wurde hier von 1959 bis 1979 gebaut, also durchaus eine sehr lange Zeit. Und war, das ist das Besondere an dieser Maschine, die erste Formatkreissäge mit einseitig schwenkbarem Sägeblatt. Mhm. Wir haben im Jahr 2006 die erste beidseitig schwenkbare Formatkreissäge vorgestellt. Das war die T60 Precision. Nachteil dieser ersten Formatkreissäge war ganz eindeutig, dass das Sägeblatt im Durchmesser nicht zu groß war. Mhm. Ganz im Gegenteil, es war eher zu klein. Mhm. Was uns dazu bewogen hat, eine neue Formatkreissäge zu entwickeln mit gleicher Technologie,
aber eben mit einem bis zu 550 mm durchmessenden Blatt. Und mein einseitig, zweiseitig schwenkbar, da lag es nahe, die Maschine wieder T75 zu machen. So, wir haben den Tag heute damit verbracht, zu schauen, wie so eine Säge eigentlich aufgebaut wird. Vom relativ einfachen Stahluntergestell bis dann zur fertigen Säge. Und Michael, meine Frage an dich ist, das ist ja alles schon super spannend zu sehen, aber was ist jetzt aus deiner Sicht bei der T75 Prex wirklich das super Verkaufsargument? Was ist ganz besonders an dieser Säge? Mein Gut, einmal natürlich das technische Feature des Schwenkens. Ich demonstriere das mal ganz kurz, und zwar des negativen Schwenkens, also des Schwenkens nach links. Hier schwenkt also das Sägeblatt nach links. Ein wesentliches Feature, aber da gibt es natürlich noch viele, viele andere Besonderheiten an unseren Maschinen. Eines davon ist unser Radiokompens-System. Was heißt Radiokompens? Radiokompens heißt, dass der Winkel dieses Parallelogramm-Quertisches per Funk an die Steuerung übertragen wird. Die Steuerung errechnet ein Längenkompensationsmaß. Das heißt, das ist ein Maß, das notwendig ist, damit hier die korrekte Länge geschnitten werden kann. Dieses Kompensationsmaß, das hier errechnet wurde, wird wiederum per Funk an diese beiden Anzeigen gesendet, sodass diese Anzeigen in der Lage sind, mir das entsprechend korrekte Maß anzuzeigen. Eine weitere Besonderheit unseres Radiokompenssystems ist, dass aus der Werkzeugdatenbank auch zum Beispiel Werkzeugstärken mit berücksichtigt werden. Arbeite ich mit einem dünnen Sägeblatt, stimmt dieses Maß. Arbeite ich dagegen mit einem dicken, stimmt das Maß genauso. Es funktioniert also letztlich so, ich stelle hier einen mehr oder minder x-beliebigen Winkel ein, lege hier meinen Tisch fest, bringe den Anschlag in die entsprechende Position, stelle hier mein Wunschmaß ein. Wir nehmen jetzt hier mal 900 mm und schalte die Maschine an und säge. Was wir jetzt hier als Ergebnis haben, ist eine exakte Länge von diesem Punkt zu dem oberen Punkt, weil ich der Maschine vorher bereits gesagt habe, mit welcher Materialstärke ich habe. Hier ist also die Materialstärke von 19,5 mm hinterlegt. Würde ich die zurücksetzen auf 0, dann wäre es nicht die obere Länge, sondern es wäre schlicht und ergreifend die Länge, die auf dem Tisch liegt. So einfach ist das. Das macht es ja eigentlich sehr, sehr einfach, super präzise zu arbeiten. Genau. Und mein Einblick ist so ein bisschen, dass das auch das ist, was euch sehr, sehr wichtig ist. Ich möchte dir jetzt zuallererst einmal für den richtig tollen Rundgang danken, den wir heute gemacht haben. Sehr gerne. Ich habe super viel gelernt über eine Maschine, mit der ich eigentlich tagtäglich arbeite. Das ist absolut umwerfend, was ich heute darüber erfahren habe, wie viel Arbeit eigentlich da drin steckt, so eine Maschine präzise zu bauen. Wir werden jetzt die Heimreise antreten und ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Abonniert gerne den Kanal und drückt auf die Glocke, denn wir werden uns weitere Maschinen in dieser Art anschauen. Ja, und bis dahin würde ich nur eins sagen, macht's gut, viel Spaß beim Weiterschauen. Ciao!